Du hast an deiner vorhergehenden Wirkungsstätte, hast du, wir waren noch nicht live. Ja, das hatte ich auch gedacht, weil ich habe es jedenfalls nicht live gesehen, aber dann dachte ich, vielleicht war ich es nur. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen, Sie und euch. Freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Ich bin Ute Stoffer, bin die Direktorin des Kunstmuseums Ravensburg, befinde mich auch aktuell im Museum und heiße Sie ganz herzlich willkommen zum Livestream-Vortrag zum Werk von Emeka Ogbo aus Anlass unserer aktuellen Ausstellung. Ganz herzlich begrüßen möchte ich vor allem an erster Stelle Johann Holten, den Direktor der Kunsthalle Mannheim. Schön, dass du bei uns bist. Du hast deinem Vortrag den schönen Titel Haut, Ton, Farbe gegeben. Ein Vortrag, der circa eine halbe Stunde dauern wird. Und ich darf Sie einladen, währenddessen Ihre Fragen in die Kommentarfunktion, in die Chatfunktion auf einzugeben. Wir nehmen sie dann am Ende des Vortrags auf. Und es ist uns eine besondere Freude, Johann, dass du zum Werk von Emeka Ogbo sprechen wirst, einfach weil du an deiner vorherigen Wirkungsstätte an der Kunsthalle Baden-Baden ja die bislang umfassendste Einzelausstellung mit Emeka in Deutschland gemacht hast. Das war 2017, das heißt in dem Jahr, als seine Arbeiten ja auch auf der Documenta in Kassel und Athen zu sehen waren und auch auf den Skulpturenprojekten in Münster. Und du hast ihn ein Jahr zuvor, 2016 war das, auch für den Kunstpreis der Böttcherstraße in Bremen vorgeschlagen, den er ja dann auch gewonnen hat. Das heißt, du bist schon seit vielen Jahren mit seinem Werk vertraut. Und bevor ich das Wort sozusagen an dich weitergebe, möchte ich ein paar für unsere Zuschauer ein paar Worte zu deiner Person sagen, dich vorstellen. Du bist ja seit September letzten Jahres jetzt Direktor von der Kunsthalle Mannheim. Du hast dort im Juli deine erste Ausstellung eröffnet mit dem ja sehr programmatischen Titel Umbruch. Das heißt, mit dem du auch sozusagen deine Zukunftsperspektive für die Ausstellungs- und auch Sammlungsgeschichte der Kunsthalle präsentiert hast, einfach vorgestellt hast, nämlich aus einem globalen Blickwinkel heraus gedacht, in dem sich auch die Diversität unserer heutigen Gesellschaft widerspiegelt, hast du wichtige Teile aus eurer Sammlung in Dialog gestellt mit zeitgenössischen, weiblichen künstlerischen Positionen und auch wichtigen künstlerischen Positionen aus der Moderne. Zuvor warst du ja 8 Jahre lang an der Kunsthalle Baden-Baden tätig, hast natürlich ein sehr umfassendes Programm gemacht, zahlreiche wichtige Einzelausstellungen, vor allem auch mit vielen thematischen Gruppenausstellungen, hast du sehr große Resonanz erfahren. Ich möchte jetzt nur nennen, beispielsweise Geschmack, der Gute, der Schlechte und der wirklich Teure. Eine wunderbare Ausstellung, die die Kategorien des Geschmacks in seinem Wandel ja unter die Lupe genommen hat. Oder auch die Ausstellung Gutes, Böses Geld, wo ihr euch mit der visuellen Bildgeschichte der Ökonomie beschäftigt habt und ja auch das Casino einbezogen habt. Genau. Also viele, viele tolle Ausstellungen, die man dort sehen konnte. Davor warst du am Heidelberger Kunstverein, hast den 5 Jahre lang geleitet, bist dort auch für dein Ausstellungsprogramm mit dem ADKV, Art Cologne Preis für Kunstvereine, ausgezeichnet worden. Studiert hast du an der Humboldt Kunst- und Kulturwissenschaft und ich verrate ganz gewiss kein Geheimnis, wenn ich sage, dass du zuvor bei John Neumeier in Hamburg als professioneller Tänzer bei diesem wunderbaren Choreografen tätig warst. 4 Jahre, glaube ich, hast du dort mitgewirkt und
Ja, ist also so ist auch das, der Tanz das, was deine ganze Jugend und Kindheit sozusagen im Wesentlichen bestimmt hat. So viel, um dich ganz in Kürze vorzustellen, dein Lebenslauf auf wenige Minuten verkappt. Und jetzt gebe ich gern das Wort weiter an dich und freue mich sehr. Ja, vielen Dank für diese freundliche Einführung. Ich freue mich auch über die Möglichkeit, hier digital zu sprechen. Das ist ja in diese merkwürdige Zeiten, in der wir leben, immer die Frage, wenn man so einen Vortrag auch geplant hat, zu einem Zeitpunkt, glaube ich, wo wir beide uns gar nicht vorstellen könnten, dass wir ein zweites Mal in diesem Jahr unsere Museen würde schließen müssen. Dann immer die Frage, was macht man, was tut man damit, wenn es denn so nicht werden kann, wie man das wollte, wenn man nicht nach Ravensburg kommen kann, wenn man nicht in der Ausstellung sprechen kann, sollen wir es denn verschieben oder doch lieber denn an dem Tag festhalten und versuchen, das jetzt digital zu machen mit all die Einschränkungen, die das natürlich hat. Jetzt sitze ich hier und rede sozusagen in die Kamera hinein und weiß gar nicht, wer mich zuhört und wie die mich zuhören und ob ich überhaupt die sozusagen Aufmerksamkeit fange, aber ich werde mein Bestes tun, zu probieren, das auch lebendig zu machen, obwohl es digital ist. Das ist sozusagen da eine Aufgabe, die wir auch ja alle viel Neues lernen müssen. Ich werde aber natürlich die Präsentation von Emekas Arbeiten gleich einschalten und da dann doch mein Bild nur auch im Kleinen sichtbar werden lassen. Und deswegen würde ich jetzt hier die Präsentation. Vielleicht auch ganz klar, wenn man eben wechselt auf dem Porträt, das Emeka für mich zur Verfügung gestellt hat, dass es ja dabei nicht zufällig ist, dass es auch um Haut und Farbe. Emeka ist ein Künstler, der ja schon seit fast 6-7 Jahren eben in Deutschland lebt und arbeitet, aber natürlich sozusagen als natürlicher Umdrehungspunkt von sehr viele seiner Werke eben seine eigene Herkunft, auch Lagos als Stadt, die nigerianische Stadt, wo er nicht geboren, aber lange auch gelebt hat, bevor er nach Berlin gekommen ist, wo er jetzt wohnt. Diese städtische Erfahrung von Lagos ist halt in sehr, sehr viele Werke drin. Und so ist es also auch gar nicht so unnatürlich, an dieser Stelle eben nicht zu behaupten, dass der, oder es wäre gerade unnatürlich zu behaupten, dass der Künstler verschwindet weit hinter seinem Werk hier. Und das Werk steht so irgendwie autark vorne da, ohne eine Verbindung zur Person zu haben. Bei Emeka ist es sehr explizit, dass es auch mit den persönlichen Erfahrungen, die er gemacht hat, eben immer zu tun hat und damit auch so verbunden. Das ist nämlich, ich betone das, weil es ja vielleicht sozusagen in dem Werk, das jetzt auch gerade in Ravensburg gezeigt wird, vielleicht nicht auf dem allerersten Punkt genauso sichtbar ist wie in einige der anderen Werke, die ich nachher besprechen werde. Es ist ja eher eine erstmal sehr minimalistisch wirkende Arbeit, in der Zahlen, Buchstabenkombinationen in Grün und Rot über eine Leuchtband flackern, währenddessen aus einer Serie von Lautsprechern eine sehr sozusagen da poetische choraler Gesang auch kommt und sozusagen da überhaupt sich auch sozusagen entwickelt und steigt und mit einer gewissen auch ja, Traurigkeit verbunden. Das ist ein Werk, das ja auch mehrmals ausgestellt in sehr unterschiedliche, aber jedes Mal, glaube ich, sehr, sehr raumbezogen spezifische Anordnungen, die ich auch, glaube ich, für ihn das immer interessant gemacht habe, zu sehen, wie es als Nächster kommt. Und diese Zahlen, die da über dem Bildschirm jedes Mal flackert, ist aber auch nicht sozusagen, wenn das Werk gezeigt wird, nie das Gleiche. Das sind nämlich die ganz tagesaktuelle
Kurse von den Börsen, die hier reingespielt werden und dass er damit auch zwischen Grün und Rot hin und her wechselt, zwischen Verlust und Gewinn, da auch dann sozusagen wirklich ganz spezifisch, ganz tagesaktuell auch reingegeben wird. Die Arbeit entstand sozusagen hier, ist das sozusagen eine Aufnahme, die er mir zur Verfügung gestellt hat, als es in London, in das Tate Modern, in the Tanks ausgestellt war und da plötzlich diese Rundung des Raumes auch aufgegriffen hat für die Präsentation. In Belgien hat er das im Tageslicht gezeigt, in dieser gigantomane Raum, in der es eben auch Installationen ist und der, wo man sich vorstellen kann, dass der Ton in diese enorme Raum, man sieht ja die Lautsprecher auch hier ganz weit auseinandergestellt hinten und einen enormen Echo-Effekt gegeben haben muss und da also auch eine sehr ortsspezifische Funktion davon gewesen sein muss und zuerst war das ja in Athen auf der Documenta 14 ausgestellt in der ehemaligen Musikschule, bei der es in dem leeren, nie fertig gebauten Auditorium eben stand und da auch sozusagen dem eben das, was ihn bei den Aktienkursen sozusagen in Athen so beschäftigte, dem sozusagen die Nachwehen der griechische finanzielle Krisen, bei der ein ganzes Land eigentlich am Rande des Zusammenbruches stand, wegen Geschehnisse auch an den internationalen Märkten und wie dieses sich niederschlägt in eine lokale Kultur und somit also sozusagen eigentlich genau die gleiche Spannungsbogen einer, wie wirken sich eine globale Debatte auch ganz lokal aus, der in alle anderen Arbeiten, wo es expliziter vielleicht um seine eigene Erfahrung geht, eben genau so am Nukleus von dieser Arbeit auch steht und auch die poetische Tonerfahrung als eine weitere auch Merkmal seine Werke, die ebenfalls hier sozusagen ganz, ganz zentral steht, weil das ist eben das, was ich probieren würde, in meinem Vortrag zu zeigen, wie es sozusagen ihm auch darum geht, in seine künstlerische Werdegang, von woher er kommt, eben diese sozusagen ephemere Medien als Ausdrücke kultureller Erfahrungen immer wieder zu betonen und das eben, was auch hier zentral steht. Die Ausstellung, wie gerade vorher erwähnt wurde, die ich mit Emeka gemacht hat und die, in der auch viele wichtige und einige neue Arbeiten zusammengebracht wurde, war auch zu der Zeit wirklich seine erste sozusagen da Überblicksausstellung in eine Institution. Der hat sehr viele Ausstellungen, auch in große Institutionen bis dahin gemacht, aber eher mit einzelnen Werke oder einzelne Situationen. In Baden-Baden mit dem magischen Ablauf von neuen Räumen, die nacheinander wie so eine kleine Perlenkette auch liegen, ist es eben sozusagen so, also schreit es danach eben nicht nur ein neues künstlerisches Projekt zu zeigen, wenn man dort ausstellt, sondern dass man eben versucht, sozusagen pro Raum ein immer wieder ein neues Aspekt an neuen Arbeit. Das war auch für Emeka eine große Erfahrung zu dieser Zeit, aber einer, die wir mit ihm sehr gerne auch gemeistert haben. Und hier, man kam hoch und hier sozusagen da The Song of the Germans, die Arbeit, die eben auf der Biennale in Venedig vielleicht einige auch in Erinnerung und andere vielleicht auch das verpasst haben, weil es in dem sozusagen Arsenale ganz draußen an der Spitze in einem Pavillon zu sehen war, aber immer wieder auch in anderen Konstellationen gezeigt gewesen ist. Das ist eine Arbeit, die in aller Schlichtheit eben aus diesen Lautsprechern bestehen. Die Lautsprecher, die man erstmal hochkommt und die sind sogar auch erstmal leise, bevor denn von einem einzelnen Lautsprecher heraus eine afrikanische Stimme ertönt. Es ist aber in sehr viele unterschiedliche afrikanische Sprachen, die gesungen wird, wie bei der Beschriftung sozusagen direkt vor den jeweiligen Lautsprecher eben auch genannt wird. Es ist aber das gleiche Lied, das sie singen, das Lied ihres neuen Heimates, das Heimat, sozusagen das Nationallied, sozusagen das deutsche Nationallied, das eben gesungen wird, aber übersetzt zurück in den jeweiligen afrikanischen Dialekten, von denen die Sänger als Muttersprache auch kommen.
Und so ertönt also ein sehr bekanntes Stück deutsche Kulturgeschichte, auch natürlich mit den problematischen Aspekten, die es hiermit auch historisch gibt, die denn hier also übersetzt wird und dann aber übersetzt hinein in eine Vielfalt von Sprachen, die natürlich zu dem Deutschland von heute auch gehören. Das ist also nicht ein Versuch, etwas da reinzusetzen, das es nicht gibt. Es ist ja eben so, dass Deutschland auch ein Einwanderungsland geworden ist und dass Emeka ja auch gerade mit seiner eigenen Biografie genau darüber sprechen kann und sprechen möchte, hat also einen Chor gefunden von afrikanischen Sängern in Berlin, die eben nicht nur solche, sondern eigentlich auch ganz andere und normale Chorprojekte machte, mit denen diese Aufnahmen gemacht, mit denen diese jeweilige Stimme gemacht. Ein Computer sozusagen stellt denn der immer wieder der Reihenfolge, an welche zuerst, welche als zweite, welche als dritte und wann denn alle zusammenkommen, immer wieder neu zusammen, so dass er meinte, ich habe es nicht überprüfen können, es wird nicht einmal die gleiche Kombination erscheinen während der gesamte Laufzeit der Ausstellung. Das wird immer wieder eine neu gerechnete algorithmisch zufälliger Kombination aus den Sprachen, die denn sozusagen sich ergeben. Das ist eine sehr schöne kleine Detail. Eine weitere sehr schöne, nicht mal nur Detail, sondern eigentlich sehr aussagekräftige Detail ist die Höhen der Lautsprecher. Das ist nicht nur, weil wir keine Gestängen von gleicher Länge hatten, sondern weil es tatsächlich darum geht, der Höhe der jeweiligen Sänger, der jeweiligen originale Personen nachzubilden. Deren Stimme im Raum soll also nicht nur wie eine losgelöste virtuelle Stimme kommen, sondern auch von deren Höhe sozusagen als Person noch nachwirken. So ergibt sich also sozusagen da eigentlich immer wieder mehrere Details, die man erkennen kann. Man kann sich dann auch hinsetzen und das dazugehörige Buch The Song of the Germans anschauen, in der eben genau auch die Übersetzungen aufgeschrieben sind, die gesungen werden, so dass man also auch da tatsächlich nachvollziehen kann, wie es was da ertönt. Dieser Fokus auf Toninstallationen war auch dem absolute Mittelpunkt der neue Installation, die wir mit Emeka gemacht haben. Das war in dem Raum dahinter und ich würde gerne da ein bisschen auch darauf fokussieren, weil es für mich ein weiterer sehr wichtiges Aspekt dessen, was ihn interessiert, nicht nur an dem Ton als ein ephemeres Material zum Ausdruck kulturelle und gesellschaftspolitische Tagesordnungen, sondern auch in das, mit welchem Ziel er dieses tut. Das ist eine Installation, in der er eine Art virtuelle U-Bahn-Karte den ganzen Weg des Raumes drumherum sich vorgestellt hat, in der aber den Kreuzungspunkte von den Berliner S-Bahnen wie Frankfurter Allee oder Stockower Straße oder Ostkreuz auftauchen. Das ist also eigentlich seine neue Heimat, in dem er navigiert in Berlin, die hier sozusagen vorhanden ist. Aber wenn man sich denn vorstellen würde, dass man an Frankfurter Allee umsteigen würde und gleich in eine S-Bahn-Linie hineinfahren würde, die eben an Stationen mit vollkommen anderen Namen wie Odjoza oder Ketu noch aussteigen könnte oder hinfahren könnte, dann wird klar, dass dieses nicht eine reale Übersetzung, sondern eigentlich eher eine imaginärer Übersetzung von wie für ihn die beiden Erfahrungen aus diesen beiden Städten, Berlin und Lagos als seine Heimatstadt eben dem ineinander kreuzt, wie er immer wieder auch sieht, wie die eigentlich gar nicht so sehr als vollkommene Gegenpole oder Unterschiedlichkeiten, sondern wie viel von einem in anderen auch steckt. Und so sind die Lautsprecher, die hier in der dafür extra groß eingebaute Wand, damit es die Lautsprecher in der Wand und nicht nur
auf der Wand noch setzen könnte, ist eben denn diese Lautsprecher, die eine Tonkomposition über 45 Minuten, die eben aus Geräusche besteht, die er sowohl in dem öffentlichen Nahverkehrsmittel von Lagers aufgenommen hat, wie auch in Berliner S-Bahn-Stationen, die sind zusammengewiegt zu einer großen, eine neue Komposition, die eigentlich genau das Gleiche tut, dass die aus zwei normalerweise als gegenseitig aufgefasste eben einen neuen dritten kriegt. Und hier mit dem U-Bahn-Schild, da spielt er ja eben drauf an, dass es eben tatsächlich in Berlin auch einen afrikanische Viertel oben im Wedding gibt, mit eben auch afrikanische Straßennamen und Orte. Und so ist es also gar nicht mehr eigentlich so klar, wie das, wo das eine aufhört, wo das andere anfängt. Und so hat er das auch selbst erlebt, dass er eben tatsächlich plötzlich in Subkulturen einsteigen könnte, in der man einen ganzen Abend lang nur nigerianisches Essen essen kann, wenn man in rechtlichen Restaurants geht und gefunden haben, wo die Personen auch sind, die diese Kultur leben, dann fühlt man sich ja eigentlich sozusagen da für ein paar Stunden plötzlich auch rausgerissen oder in eine andere Stadt hinüber transportiert. Das Prinzip, was also auch in der ersten Installation ist, ist, dass es nicht so sehr geht um Gegensätze aufzeigen, sondern darum, ein neues Dritten aus diesen ehemals als Gegensätze gesehene Komponenten zu schaffen. Und das finde ich ein sehr schöner Ansatz, gerade in Jahren, in der Debatten über Einwanderung in Deutschland auch sehr virulent geführt wurde, dass eine Stimme wie Emeka auf der Bühne tritt mit der Vision, nicht diese als Gegenpole zu sehen, sondern als Möglichkeitsräume, aus denen einen neuen Dritten auch entstehen kann. Dann wollte ich kurz hier hinweisen, jetzt probiere ich zu wechseln auf der Webseite, die wir nämlich gemacht haben, weil das war ein Versuch, denn in der Kunsthalle Baden-Baden nach der Ausstellung, jetzt sozusagen hoffe ich, dass hier das auch eingeblendet wird, das kommt mit einer kleinen Verspätung, aber dürfte jetzt sozusagen denn auch jetzt zu sehen sein, dass nämlich wir mit dem Kunsthalle Revisited, und das dachte ich, wenn ich jetzt hier digital über die Ausstellung spreche, das ist ja genau immer das Problem, wie übersetzt man diese Erfahrung vom Werk eben auf dem Bildschirm hinweg, und genau damit haben wir uns in Baden-Baden denn beschäftigt, mit unterschiedlichen Ausstellungen, wie könnten wir eine nicht dann die digitale Kopie, sondern vielleicht eine digitale Nachbearbeitung oder Übersetzung in einem anderen Raum hinein schaffen. Und wenn man da runtergeht zu 2017, dann stößt man eben auf Emeka Okbos Werk, auf dieses Werk, von der ich gerade gesprochen habe. Und wenn man da denn reingegangen ist, bekam man einen Bildschirm, jetzt muss ich gerade warten, bis es auch nachlädt hier, und konnte denn hier auf Start klicken und befand sich denn eben mitten auf diese Karte und kann denn halt mit dem Mauszeiger eben hier sich auf der Karte bewegen, bekommt denn diese Toninstallation auch mit. Man sieht auch hier rechts, welche von den Tonspuren gerade im Moment aktiv ist, wenn ich eben über Frankfurter Allee zum Beispiel mich hinbewege, und kann denn also entlang den unterschiedlichen Linien mich auch hier plötzlich sozusagen, muss nicht nur davor stehen, wie ich vor der Wand stand, sondern kann mich jetzt also in der Karte, in der Installation selbst hineinbewegen. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel auch für eine digitale Übersetzung, weil das ja nicht den, offensichtlich nicht den Versuch ist, sozusagen die Raumsituation 3D zu schaffen, sondern eigentlich eher mit Emeka zusammen auch der Gedanke, wie könnten wir für den Bildschirm direkt was Neues machen, das eben eher eine eigene Erfahrung ist, die denn eben hiermit auch aufgerufen wird. So, dann stoppe ich gleich und hüpfe aber zurück zu der eher traditionelleren Darstellung der Ausstellung in Form von einer PowerPoint-Präsentation. So, und hier gebe ich jetzt hier erneut die PowerPoint-Präsentation frei. Jetzt muss ich, glaube ich, nur kurz auch im Hintergrund den Ton stoppen, da er sonst noch weitergeht. Und das wollen wir natürlich nicht hier jetzt verfolgt werden von der
davon in der Rest des Vortrages sozusagen da. So, jetzt glaube ich, sind wir hier zurück und wechseln jetzt zu einem weiteren Raum der Ausstellung. Hier wollte ich gerne kurz auch einblenden, weil es eben auch in der Ausstellung eine Kooperation mit Beatrice Olo gab, die, ich glaube, hier im Januar auch bei Ihnen in Ravensburg einen Vortrag machen wird, weil Emeka war auch durch sie gestoßen auf diese, sozusagen, genau die gleiche eigentlich Idee, die ich probiert habe, vorher zu beschreiben, dass jemanden versucht, nicht aus Gegensätze sozusagen da was zu stehen, sondern aus Gegensätze was Neues Drittes. Und hier diese sehr schöne, wirklich fast lustige sozusagen Modemarke aus München, eine junge afrikanische Designerin, die eben den Dirndls macht, aber Dirndls nicht in traditionelle bayerische Stoffe, sondern bayerische sozusagen Modelle nimmt und diese aber mit afrikanischen Stoffen näht. Und dadurch entstehen ja sozusagen wirklich eigene, sozusagen da wahnsinnig schöne neue Kleider, die man sich gar nicht vorstellen könnte. Aber natürlich, wenn man sozusagen kulturgeschichtlich auch zurückgeht in der Weltgeschichte, eigentlich das Normalste der Welt ist, dass Kulturen sich mischen und aus den jeweiligen Bestandteilen, was es da in den Kulturen schon gab, eben den zu neue, zu Neues auch vordringt. Diese Kooperation war dann fast an eigener Raum gewidmet, bei der Emeka also die sozusagen Kleider eingeladen hatte, als so jetzt als Kunstwerke auch zu stehen. Etwas, was er sehr oft und sehr gerne auch tut, dass er eben nicht das Gefühl hat, er muss sozusagen nur jede einzelne Teil eines Kunstwerkes selbst schaffen, sondern geht Kooperationen ein und schafft damit auch Neues. Mit Beatrice Olo hat er denn nämlich auch hier die Kooperation gemacht. Sie steht ja hier auch, glaube ich, selbst links noch im Bild sogar. Und das ist eben eine Aufnahme, die im Rahmen unserer Videodrehs in dem Casino Baden-Badens entstanden ist. Wir haben das Casino einen ganzen Morgen ab 6 Uhr, bis eben der Spielbetrieb begann, um 13 Uhr ausleihen dürfen und haben da drin in der goldene, rote, opulente Atmosphäre, eine sozusagen eine kosmopolitische Gesellschaft inszeniert, in dem eben sozusagen da plötzlich nicht weiße Gesichter, denn der dominierende Hauptfarbe ist, sondern in der sozusagen in den genau den gleichen Atmosphäre plötzlich eine Gesellschaft von ganz anderer Prägung und so offensichtlich normalerweise dort nicht in diese Menge auftreten und alleine durch die Prägung sozusagen davon, dass etwas anders ist, etwas ist sozusagen aus dem normal erwarteten Gleichgewicht, muss man eigentlich gar nicht mehr hinzufügen, um dann für den Sofahead Beer, den er öfters auch gemacht hat, eben auch für Baden-Baden, eine ganze Werbekampagne mit dieser opulente, kosmopolitische Gesellschaft. Und ich muss einfach sagen, ich war ganz neidisch auf einige von denen, die unglaublich cool sie auch aussahen auf diesen Bildern, die dann eben, wo der eben Beatrice Olo auch bei der Styling mitgemacht hat. Und dann war eben hier sozusagen ein zentraler Projektion, eben der 2,5-minütige Videofilm, den wir dort gedreht haben, wo der einzigste Weiser, eben der Kellner, der mit dem Bier kommt, ist und der ganze restliche Gesellschaft, die ausgefallen da feiert und da auch Spaß haben, den eben alle schwarzer Herkunft oder schwarzer Abstammung eben ist. Und jetzt sind wir auf das Bier zu sprechen gekommen, weil das ist sozusagen denn, ja, nachdem Emeka lange mit der Tonarbeiten, mit dem Ton gearbeitet hat, experimentiert hat, nachdem er schon in Lagos war und auch übergesiedelt ist, um eben eine ephemere Träger seine Ideen zu finden. Dann irgendwann merkt er auch, vielleicht gibt es ja auch andere ephemere Träger, die genau die gleiche sozusagen den Verunsicherung unserer Wahrnehmung herstellen kann. Und
der ist dann sozusagen, irgendwann hat er auch selbst gemerkt, was ihm alles vielleicht fehlt. Das ist ja nicht nur, dass es so unglaublich still und ruhig geworden war in sozusagen in dem Vorort sozusagen da von Berlin, wo er plötzlich wohnte und er gewohnt war, eigentlich in der lärmende Stadt Lagers, sondern auch die Geschmäcker, die er alle einkaufen könnte, alles, was er so essen bekam, schien ihm so unglaublich fad und so, als ob etwas fehlt. Und deswegen ging er dann auch auf der Suche nach Geschichten unter Landsleuten, die er dann traf, eben in nigerianische Restaurants, danach, welche Geschmäcker fehlt euch eigentlich? Was sind es, was ihr euch auch wünschen würde, was ihr nicht mehr habt? Und es kam heraus, dass sozusagen für eine, zum Beispiel, dass es sozusagen sehr oft kräftige Geschmäcker wie Chili oder wie Schokolade war, die denn auch sozusagen da als Geschmackserfahrungen als viel zu selten in der deutschen Küche eingestuft wurde. Und so hat er sich eigentlich dran gemacht, eine eigene Bier zu machen. Eine Biermarke, in der genau diese Geschmäcker, die er rausfiltriert hätte, als die sehr oft auch seine Landsleute und andere Zugereisten fehlten, denn eben integriert wurde. Und das wurde eben dann zu der inzwischen fast legendären Sufferhead Beer, die wir denn neu vor Ort gebraut wird, so auch in Baden-Baden. Wir haben einen lokalen Brauer hier ausgemacht, mit der wir denn mit sozusagen lokalen Baden-Badener Wasser. Einige Ingredienzen werden noch auch adaptiert an Erfahrungen vom Ort, die er jetzt hier auch reinbringen will. Und so wird kleine Serien in diese kleine schwarze Flaschen denn erstellt. Man trinkt die zur Öffnung und das macht auch sehr viel Spaß. Und man muss nicht unbedingt am nächsten Tag sozusagen einen Kopfschmerz bekommen, aber einige bekommen es vielleicht doch, weil es eine sehr kräftige Bier ist. Und das zweite Glied ist er denn eben dazu übergegangen, hieraus eben Werbung zu machen. Die Werbung für das Bier als ein eigenes Bilduniversum, mit der er weiterbauen kann, mit der er das, was im Geschmack schon selbst anliegt, eigentlich auch bildlich angeschlossen, visuell eben ausdrucken kann. Und das ist denn daraus, wo nicht nur die gesamte Bierpräsentation, die eingelassene Bierbilder, sondern denn auch der gesamte Raum mit dem Casino Werbefilm und eben diese sozusagen sehr, sehr lustige, sehr schöne und einprägsame Porträts auch entstanden sind. So, dann würde ich jetzt hier sozusagen nur hier Richtung Abschluss nur auf ein paar Arbeiten eben zu sprechen kommen, bei der diese Idee des Essens noch auch weitergeführt ist, weil mit dem Bier, das ist natürlich ein Geschmack, aber gleichzeitig auch eine Art globales Produkt, das mit dem Bier auch geschaffen wird. Er hat sich auch damit interessiert, sozusagen da mit dieser sozusagen andere Arbeit, die wir zeigte, eben wie das Essen, sozusagen das Essen zu bekommen, eben sozusagen fast in der nigerianischen Kultur, wie auch Reichtum erscheinen kann und wie hier eben beim näheren Hinschauen in dem sozusagen afrikanischen Gerichten, die normalerweise hier aber nur als billige Gerichte, aber eigentlich vor Ort manchmal auch als hochwertiges und sehr schönes Essen eben denn auch 150 Euro Scheine noch reingelassen sind. Und das ist nämlich dann auch das, was in der Arbeit, die er für den Kunstpreis in der Böttgerstraße in Bremen gemacht hat. Da ist er noch mit dieser Idee der Bewertung über Essen noch einen Schritt weiter gegangen, mit dem hier The Food is Ready im Hintergrund, bei der aber dann ab und zu das E sich einschaltet und dann zu einem Eurozeichen auch wird, eben mit der Verbindung aus sozusagen aus Reichtum und Essen als angelegt in der nigerianischen Kultur, denn eben übergegangen dazu Länder, unterschiedliche Länderschilder aufzuhängen, wo denn die europäische Länder bewertet wird, aber Spanien, das normalerweise ja für seine Gourmetküche in europäischen Ländern bekannt ist, kriegt eben unser afrikanischer Einwanderer eben einen vollkommen anderen Status, weil es eben tatsächlich kein Land ist, nach dem man auch strebt oder in dem man wohnen will. Da ist Frankreich schon irgendwie ein bestrebenswerteres Land und Deutschland war tatsächlich sozusagen das Land, das denn in dieser Zeit auch mit 3 Sternen bewertet wurde. Es ist also andere Bewertungsmechanismen, die dabei herauskommen und eben nicht die Michelin-Sterne, die hier die wichtigen sind, sondern die Bewertungen von sozusagen von wirklich sozusagen Menschen, die hier kommen und wo möchte man auch leben, wo ist eigentlich das gute Leben zu suchen, das ist eben dann über ganz andere Kriterien
auch noch eigentlich festzumachen. So, jetzt sozusagen wollte ich kurz hier die Präsentation für die Schlussbemerkungen beenden. Weil das war wirklich für mich auch sehr einprägsam, den vorgeschlagen zu haben für den Böttger-Preis, der Kunstpreis der Böttgerstraße in Bremen. Das war in einer Zeit eben, sozusagen da kurz nach den 2015, bei der natürlich sozusagen diese Debatten, die MEK auch aufwirft, sehr virulent war. Und man merkte natürlich auch, glaube ich, vom Jury, der den unter den Vorschlägen ausgewählt hatte, dass es auch sozusagen sehr, sozusagen da, dass diese Position und die Wichtigkeit dieser Position denen auch so wichtig war. Ich wurde dann eingeladen, nach Bremen für die Laudatio zu halten und ich bin da hochgereist und plötzlich steht man ja dann in der klassischen Situation nicht wie unser Casino-Bilder, dass ich vor einem Publikum von sozusagen meistens farbig oder gemischte, wie die Bremer Bevölkerung ja eigentlich auch ist, sondern doch eine sehr bessere Bremer Gesellschaft, die denn sozusagen da alle auch nordeuropäische, deutsche Abstammung waren. Und ich merkte sozusagen da, ich muss jetzt auch drehen hier. Das ist nicht gerechtfertigt, wenn ich nur davon spreche, sozusagen von den ästhetischen Qualitäten, die MEK in seiner Arbeit hat. Ich muss auch deutlich machen, sozusagen noch was anderes. Und dann ist es mir sozusagen da, dass ich eigentlich sozusagen, dass wir alle auf die Idee kommen sollte, dass wir dankbar sein sollte, dass eigentlich wir als Land darüber sozusagen dankbar sein sollte, dass Menschen wie MEK zu uns kommen wollen. Dass diese Bereicherung, die darin besteht, dass er eben sozusagen dem heute nicht nur New York als seine sozusagen da einzigste Lieblingsort, wo man vielleicht hingehen könnte, sondern wirklich auch sieht, sozusagen da nach Berlin ist das Ort, wo man gerne hin will, wo man sich wohlfühlt, wo er mit seiner kulturellen Prägung hineinkommen möchte, wo er dazu beitragen will, dass ein neues Drittes entsteht. Und das ist etwas, was eigentlich ja für uns alle wirklich eine Bereicherung ist. Das ist klar, das ist nicht sozusagen, er ist dann eine sozusagen doch eher luxuriösere sozusagen Art und Weise auch zu uns gekommen. Er ist nicht irgendwie über das Mittelmeer in einem Leckenboot gepaddelt, was auch in dem Titel seines Sofahead Beers immer wieder mitschwingt, dass er sagt, warum glauben auch Europäer immer, nur weil die nicht sehen, das war's, dass das muss meine Geschichte sein. Es gibt viele Arten hier zu sein. Ich werde zu einem Sofahead gemacht. Nur von der Art, wie ich aussehe. Das ist natürlich nicht seine Geschichte, aber dennoch ist seine Geschichte auch eine aktive Wahl, dass wenn er erst hier gekommen war, auch hier bleiben wollte und hier beitragen wollte und dass wir für diese Bereicherung, und dass für mich eigentlich der Kunstpreis der Böttgerstraße eben genau für diese Auszeichnung auch stand, dass wir haben etwas dazu gewonnen, mindestens genauso viel die MRK eben selbst dazu gewonnen hat. Und mit dieser Bemerkung wollte ich dann auch hier schließen und gerne auch das Wort sozusagen zurück übergeben. Jetzt ist es hier die sozusagen da die skurrile Situation, dass ich mein Publikum nicht sehe. Ich sehe nicht, zu wenig gesprochen habe, ob ich hier was bewirkt habe, ob diese Bemerkungen in die richtige Richtung gegangen sind. Aber ich hoffe es. Das hast du ganz wunderbar gemacht, als ob du direkt vor uns wärst. Ich bin dir da sehr dankbar für diese Transformation über das Digitale weg, die Brücke, die du geschaffen hast zum Publikum, zu den Interessenten. Emeka hat ja einmal eine Ausstellung, ich glaube es war in Paris, genannt No Condition is Permanent, was ich auch so ganz ein wesentliches Sinnbild seiner Arbeit finde, um genau das aufzugreifen, was du jetzt auch gerade beschrieben hast, nämlich diese Befruchtung der unterschiedlichen Kulturen. Ja, dieses wirklich eine kosmopolitische Gesellschaft, die sich eben aus ganz verschiedenen Elementen speist. Ja, diese Verbindung von Heimat, Fremde, die zu einer neuen Heimat wird. Diese ganzen Bewegungen sozusagen, das permanente Switchen. Und das ist auch einer der roten Faden in seinem Werk, das ich unglaublich schätze. Ja. Und No Condition is Permanent ist ja auch sozusagen, war auch tatsächlich als Leuchtschrift noch bei uns in der Ausstellung wirklich sozusagen auch vorhanden als Schrift an der Wand, weil er sagt, dass es eine, wenn man erst einmal in seinem Leben in Lagos gelebt hat, dann hat man diese Erfahrung auch einfach so tief eingeprägt, dass egal wo man
nachher lebt, das kann man nicht wieder ablegen. Aber es ist natürlich etwas, was ja sozusagen doch auch, wir merken das plötzlich in diesem Jahr, wir dachten, dass wir doch einige Sachen permanent hatten und wir haben gemerkt, wie wir auch hier sozusagen ist auch nothing is permanent, no condition is permanent, sondern auch plötzlich ziemlich rausgeworfen werden und in eine neue Lebenssituation, neue Lebenswirklichkeit uns auch finden. Ich würde aber hoffen, dass wir ein bisschen von unserer alten Lebenswirklichkeit auch bald zurückbekommen. Ich bin jedenfalls sehr bereit davon, dafür auch das Homeoffice wieder zu verlassen und tatsächlich mich in meinem Museum zu begeben und mit Menschen auch zu sprechen. Weil sozusagen das ist natürlich alles hier möglich, aber dennoch auch nur mit Abstriche, wenn wir es auf diese Art und Weise auch besprechen. Aber es ist eine Lernerfahrung und eine, bei der, wie ich glaube, ja auch wir wirklich als Gesellschaft sehr, sehr viel gelernt haben werden in Flexibilität und in Umstellungsbereitschaft, die eben denn von Menschen, die von anderswoher kommen, gar nicht erst gelernt werden muss, sondern eine viel eher eine Selbstverständlichkeit ist, dass das Leben so ist, dass es einem auch mitnimmt und anderswo hinnimmt, als man es vielleicht auch selbst dachte und plante, wenn man mit seinem kleinen weißen Zettel irgendwo auch saß. Ja, du hast recht, es ist aktuell wirklich ein Lernprozess. Und ich wollte gerade noch mal darauf eingehen, weil du auch so schön beschrieben hast von dieser einerseits natürlich die Poetik, die in Emikas Arbeiten liegt, aber auch von der Fähigkeit im Grunde genommen, das Sound einen an einen anderen Ort zu katapultieren. Und ich musste gerade an die Erzählung von Emeka denken, wo er berichtete, dass er in Helsinki, in Kiasma, mal seine Lagos Soundscapes installiert hatte, außerhalb der Institution. Und man hatte dieses lebhafte Geräuschkulisse von Lagos, das Hupen der Busse und diese rege Soundkulisse gemischt mit elektronischem Sound. Und wie dann ein Nigerianer da vorbeigelaufen ist und einfach fast vor Freude geweint hat. Weil natürlich er von einer Sekunde auf die anderen plötzlich in seiner Heimat war und dieses ja, schmerzvolle und zugleich auch freudvolle Erinnerung ihn unvermutet sozusagen überkommen hat. Und das auch gleichzeitig sozusagen, dass sozusagen diese Stadt Helsinki, bei der wir alle glauben, dass es kalt und nordisch und ja, so sehr, absolut. Dass eben die Gesellschaften heute so sind, dass plötzlich auch die dort auftauchen. Da war er auch in Baden-Baden eigentlich überrascht. Viele Gambier sozusagen als Community eigentlich auch nach Baden-Baden in dem Jahr kurz davor gekommen und waren tatsächlich viel präsenter. Aber das war nicht nur unter denen haben wir auch so ein Mitstreiter für den Film gefunden, aber eigentlich auch ganz natürlicher Teil der städtischen Gesellschaft. Und zum Beispiel war die Mitarbeiterin, die Leiterin der Bäckerei, wo wir alle als Mitarbeiter eben täglich unser Brötchen kaufte, sozusagen Deutsch-Schwarze, die, mit der wir eigentlich also ständig Kontakt hatten und die eben sich genauso darüber freute, plötzlich sozusagen dem eingeladen zu werden und ein Teil zu werden. Und deswegen, also dass die schwarze Geschichten eben nicht nur als das exotische Außen, sondern eigentlich ja längst als eine vollkommen auch nicht integrierter, aber doch sehr präsenter Teil ja von der Gesellschaft überall, ja, auch in einer Stadt wie Baden-Baden, wo man das vielleicht nicht erwarten sollte, ja, dass wir dann eher noch in sozusagen in Mannheim, da ist ja besonders auch sozusagen eine der wirklich multiethnischen Städte Deutschland mit 170 Nationalitäten, was wir an erstaunlich hoher Zahl, wenn man bedenkt, dass es ungefähr 200 Länder auf der Welt gibt, also dann ist das 170 echt schon hoch und da würde man vielleicht eher erwarten, aber auch eben in Baden-Baden ist es da, man muss nur danach schauen, man muss nur die Augen öffnen und so war auch die Eröffnung Feier, wo Emeka bis um 2 Uhr morgens auch aufgelegt hat und wir alle getanzt haben und es wurde afrikanisches Essen serviert von einer sozusagen eine Köchin, die auch seit Jahren eigentlich so Kochabende hat und auch in den Flüchtlingszentren es zu der Zeit gekocht hat. Sie hat dann sozusagen wirklich so eine große afrikanische sozusagen Buffet auch aufgemacht und es war wirklich sozusagen, es war wirklich herzerwärmend zu sehen, wie es denn auch gelingen kann, dass man als Institution sozusagen mit dem Arbeiten daran denn doch diese Mauern nicht für immer, aber doch irgendwie in kurzen Momenten ja durchbrechen können. Dann kommt die Ernüchterung, weil man merkt auch, dass es nicht mit dem einen Mal diesen Mauern durchbrechen, denn plötzlich durchlässig geworden. Das ist denn sozusagen für den Moment ist ein Zeichen da, die funktioniert, so dass es angenommen wird und dann schwindet es auch wieder und das ist eine
jahrelangen Kampf, die ich glaube, dass wir alle sozusagen als Institutionsleiter eben vor uns haben hier in den nächsten Jahren. Das ist aber ein Kampf, das wir uns stellen müssen. Wir müssen dahin kommen, dass wir Fokus auf Diversität und Vielfalt auch bekommen. Das ist schwierig abzuwägen, weil es geht natürlich weiterhin darum, tolle Kunst zu zeigen, Kunst, die berührt. Aber diese Debatten, die gehen nicht weg. Und die müssen wir uns stellen, sozusagen auf unserer sehr unterschiedlichen Art und Weise. Und damit habe ich sowohl in Baden-Baden angefangen und natürlich in der Stadt wie Mannheim eben das auch nicht als das einzigste Zentrale, aber als ein sehr zentrales Element meines Wirkens ganz von Anfang an gesetzt. Ja. Es ist, wie du sagst, die Digitalität, aber eben auch die Diversität und einerseits über ein Ausstellungsprogramm sozusagen als Selbstverständlichkeit zu etablieren, und es betrifft natürlich auch die institutionellen Strukturen, in denen wir uns befinden und da auch natürlich neue Blickwinkel integrieren müssen, öffnen sollen, als Geschenk für uns alle. Und ja, genau für diese Hybridisierung. Ich wollte noch kurz, Johann, sagen, es war ganz, du hast anfangs erwähnt auch, wo Emeka überall die Arbeit, die wir hier zeigen, The Way Earthly Things Are Going, der Lauf der irdischen Dinge, in welchen Räumen er sie präsentiert hat, natürlich erstmals auf der Documenta in Athen, dann Tate Tanks und in Brüssel in diesem unglaublichen Industriekomplex. Das muss magisch gewesen sein. Und ich muss sagen, wir hatten großes Glück, weil für Emeka war zunächst die Größe unseres Raumes, die zweite Etage, eine Herausforderung. 300 Quadratmeter schien natürlich winzig im Vergleich zu den anderen Räumlichkeiten. Und für mich war es das schönste Geschenk, seine Bereitschaft, sich einzulassen, dieses neue Experiment zu wagen. Er ist auch ganz glücklich damit, auch mal in einem kleineren Raum diese Arbeit zu präsentieren. Ich selbst hatte sie natürlich auch auf der Documenta in Athen erstmals erlebt und muss sagen, dass ich gerade während des ersten Lockdowns habe ich immer wieder diese Stimmen gehört, diese Musik, und konnte ist nicht mehr aus meinem Kopf gegangen. Und das war auch der Anlass, der Beginn sozusagen, Emeka wirklich spontan einzuladen, genau diese Arbeit auch zu zeigen, weil sie einfach ganz essentielle Themen ja auch, die uns heute noch bewegen, Migration zur Sprache bringt, aber auch die Schere natürlich zwischen Arm und Reich, die ja auch durch die Corona-Pandemie einfach nochmal stärker wird. Nicht kleiner werden, auf jeden Fall. Da hat er auch mir gegenüber betont, dass er das sozusagen da genau diese gleiche Reise gemacht hat. Erstmal sozusagen irgendwie sich nicht vorstellen könnte, dass bei diesem Raum, aber dann findet, dass es eigentlich fast perfekt ist, sozusagen da das auch auf diese Weise zu sehen und auch eigentlich wahrscheinlich viel komprimierter auch der Tonerfahrung, weil man ja auch wirklich sozusagen den Soundscape eigentlich viel noch näher drankommt und da noch hört. Und das ist sozusagen spielt auch bei ihm immer wieder sozusagen diese sozusagen, wie es auch mit dem Bier ist, das wir ja mit ihm gebraut haben und die aber auch auf Documenta gemacht hat und ja schon in Berlin, in Galerie Wedding das erste Mal gemacht hat und so. Und da lässt er sich jedes Mal drauf ein und manchmal ist es auch etwas frustrierend, weil er manchmal begeht auch die gleichen Fehler wieder, sozusagen da mit dem Chili, das ist jedes Mal schwierig, sozusagen dann genau den reinzukriegen, und jeder Brauer ist irgendwie auf ihn sauer, dass er unbedingt diese Chili drin haben will, aber der will es auch beim nächsten Mal wieder das Chili drin haben und so. Ja. Und der geht da sozusagen einfach nochmal stur da auch durch und setzt es wieder, aber es muss eben genau diese lokales Experiment auch sein. Jetzt hat er mir aber gesagt, dass er von der Documenta Bier, weil das war das erste Mal, bei der in höherer, sozusagen quasi industriellen Maßstab eben gebraut wurde, er auch viele Flaschen noch hat und deswegen überlegt er jetzt sozusagen umzusteigen und statt Bier daraus zu machen, denn eben Gin daraus zu machen, dass er den Geschmack abschöpft und dann eben das, was da bleibt, wenn er das Bier einkocht, dann eben als Extrakt für einen Gin zu machen. Und deswegen, also das geht auch weiter und es wird auch sozusagen da, bin ich ganz sicher, sozusagen da sehr viele unterschiedliche, sozusagen auch andere Projekte, die vielleicht gar nicht so sehr auch
nur als reine Kunstprojekte zu sehen sind, mhm. sondern am Rande dessen auch angesiedelt. Und das gefällt ihm eigentlich genauso gut, wie nur stur dabei zu bleiben, irgendwie in dieses sozusagen Raster, die wir als zeitgenössische Kunst eben ausgezeichnet haben. Und ich habe auch nicht nur das eine Mal in Baden-Baden, sondern auch ein paar Mal anders zu seinen DJing getanzt und habe auch dabei viel Spaß gehabt. In Dakar, auf der Dakar-Biennale einmal da eine Abend sozusagen am Strand draußen, wo er gar nicht ausgestellt hat, sondern nur aufgelegt hat, bei seinem Freund Bonaventure, der eben dort sozusagen als Kurator tätig war an der Dakar-Biennale und dann eine Party geschmissen hat und MLK hat als DJ funktioniert. Genau. Das hat er auch in Paris öfters gemacht und so. Deswegen, also da gibt es auch sehr viele sozusagen Grenzgänger, sozusagen Bereiche, in denen er drin ist. Und da sagt er eigentlich auch jetzt hier während der Lockdown, statt jetzt sozusagen irgendwie sich zu zwingen, sozusagen, dass es nur Kunst sein muss, dann hat er viel mehr Lust, jetzt eigentlich an Musik richtig dran zu gehen und sich nicht nur als Toninstallation, sondern wirklich auch als Erfahrung sozusagen wirklich zu Hause sitzen mit musikalischer Erfahrung. Was kann ich daraus machen? Das macht viel mehr Sinn in der Situation, wo er sich jetzt befindet, statt sozusagen den stur dabei zu bleiben. Und da kommt das No Condition is Permanent ja wieder zurück. Diese vielleicht sozusagen etwas auch sozusagen diese Lebenslässigkeit, die auch da drin steckte, dass er alles sozusagen einen Wandel von Grafikdesigner in Lagers bis gefeierter Künstler in sozusagen auf der Documenta mit Deutschland und bis zu London in the Tanks sozusagen da noch aufstellen, dass er alles da durchgemacht hat, gibt auch, glaube ich, eine Selbstsicherheit sozusagen drüber, dass ich werde das schon irgendwie auch meistern, ich werde meinen Weg da auch finden und hat vielleicht auch da sozusagen dann eine andere Coolness vielleicht, die uns andere manchmal abhanden kommen in unserer etwas steife sozusagen da Festhalten an Strukturen. Hast du recht, diese Freiheit im Denken, die bewundere ich auch sehr bei ihm, diese Freiheit nicht nur im Denken, sondern eben auch im Tun und Handeln, die so immer der Motor und die Stimulanz für ihn ist, für all das, was er macht. Und es ist natürlich ganz gemein, wenn wir jetzt hören, was für wunderbare Partys ihr gefeiert habt. Denn bei uns konnte er natürlich nicht auflegen, obwohl es geplant war. Aber wir hatten trotzdem einen wunderbaren Abend mit vielen Gästen, sukzessive natürlich, wie es erlaubt war. Aber waren beglückt, dass auch so schöne Begegnungen möglich sind. Und du hast ja schon gesagt, es wartet Neues auf uns, Gin, auf den wir uns freuen können. Ich habe hier noch ein paar von den Safahead-Beispielen bei mir. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich gucke mal, ob noch irgendwas ganz Wichtiges reingekommen ist. Für diesen wunderbaren Vortrag von dir, für den schönen Einblick in die Arbeiten, in das Werk, in das Denken von Emeka, den du uns gegeben hast. War eine große Freude, auch auf diese, wenn auch noch lange und hoffentlich nie ganz vertraute digitale Weise, dir heute zu begegnen. Ich freue mich, dass Sie alle dabei waren und sage ganz lieben Dank nach Mannheim an dich. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir können noch einen kurzen Trailer laufen lassen. Wir lassen jetzt zum Abschluss noch eine kurze Einspielung. Sie geht 30 Sekunden von der aktuellen Ausstellung. Dann bekommt ihr da nochmal einen Eindruck und habt auch einen Sound dazu. Oh,